die Königsklasse von allen Motorrädern in diesem Spiel und auch im echten Leben. Naja, nicht ganz im echten Leben, aber das Einzige, was wir verbessern können, ist das Öl. Und das haben wir bereits und die Werte sind einfach traumhaft. 10 Beschleunigung, 9,1 Bremskraft, 9,9 Höchstgeschwindigkeit und 10 Fahrverhalten. Das sind die Werte der Ducati 1199 Superleggera Panigale, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es schon ein Motorrad der Extraklasse mit 172 Kilogramm und gerade mal 2 Zylindern. Die 237,4 PS werden aus nur 2 Zylindern geholt. Das ist das Besondere an dieser Ducati, die aber wirklich ein Drehmoment hat, das träumen lässt. So, wir wollen jetzt damit unser allererstes Rennen fahren und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ich bin das noch nie gefahren. Ich muss schauen, überhaupt in welcher Klasse wir da fahren. Ich glaube, Pro Circuit. Mal schauen. Manche Bikes sollen einen an seine Grenzen führen. Andere sollen alle Grenzen hinwegfegen. Das Erforschen jedes einzelnen Bauteils auf der Suche nach Perfektion ist bei diesen Bikes mehr als eine Notwendigkeit. Es ist ihr Daseinszweck. Sie verkörpern unseren beharrlichsten Wunsch, unsere Grenzen zu erweitern. Bei diesen Bikes kann man nichts vortäuschen, sondern muss sich auf ihnen ins Unbekannte wagen. Im Gegenzug findet man heraus, ob das eigene Talent mit der eigenen Begeisterung mithalten kann. Na, ich bin auch gespannt. Ich persönlich spiele nur mit Tastatur, deswegen ist es ein bisschen schwer, aber die Bikes sind jetzt wirklich das Stärkste, was es gibt. Endurance, das wird Ausdauer. Grand Prix. Road Races. Road Races ist schon interessant, aber European interessiert mich noch mehr. European, also, da sind wir aber schon viel gefahren. Muss ich zugeben. Was wir jetzt machen, ist erstmal hier Beschleunigungsrennen. Ja, Beschleunigungsrennen mit der Superleggera in der Racing-Version. Da ist sogar nochmal der volle Name. Ich habe ihn gerade nicht auswendig gewusst. Ducati 1199 Panigale Superleggera Racing-Version 2014. Das ist wirklich ein Bike, was Leistung haben soll ohne Ende. Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Mit dem dumpfen Sound. Wie weit wir hier den Rivalen schlagen in der KTM RC wird es wahrscheinlich sein. Leichter Wheelie, nochmal ein Wheelie im zweiten. Muss ich ein bisschen an die Schaltzeiten gewöhnen. So, wie sieht's aus? Die RC, wir sind ja bei 320 und die RC ist noch ein bisschen vorne. Aber jetzt kommen wir und zack, erster Platz. Ja gut, die Ducati ist aber auch schnell in der Endgeschwindigkeit, muss man sagen. Na, nächstes Rennen. Gegen was ist das? Kann ich gar nicht erkennen. Hier kommt es nur darauf an, wie jemand schaltet. Ich versuche jetzt gut zu schalten. Ich glaube, das war jetzt genau perfekt. Ja, und in der Endgeschwindigkeit ist die Ducati auf jeden Fall schneller. Obwohl, ne, jetzt kommt er ran. Komm, 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 komm. Nein, okay. Da ist die Ducati langsamer. Ich habe gar nicht gesehen, was das für ein Bike war. Aber ich denke, dann gehen wir jetzt in die andere Klasse über. Halbfinale sind wir gekommen. Gut, zurück. Dann gehen wir jetzt in die andere Klasse. Und zwar ins eigentliche Rennen. Ich meine, jetzt haben wir ein bisschen so die Geschwindigkeit am Anfang ausgetestet. Wir haben auf jeden Fall im ersten Gang Wheelspin. Und im zweiten haben wir auch gegen mittig, wo er das Drehmoment richtig aufbaut. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst, jetzt kommen wir mal ins Rennen. Zeitangriff, Milano-Rennen. Aber wir machen es nicht auf europäischen Strecken. Wir waren da schon zu oft. Road Races, hört sich mal interessant an. Sierra Nevada. Sierra Nevada, das ist doch mal interessant. Da fahren wir jetzt mal mit der Ducati. Und jetzt bin ich gespannt, wirklich gespannt, wie sie es handeln lässt.
Wie die Bremsen sind, ja, wie die Geschwindigkeit ist. Ich meine, die Geschwindigkeit ist ja ganz anders als bei den ganzen Straßenbikes. Übrigens, schreibt mir in die Kommentare, was für ein Straßenbike ich womöglich als nächstes testen soll. Aber wir schauen jetzt erstmal im Rennen, wie sie sich da so schlägt. So, jetzt hier auf der Strecke in Sierra Nevada mein erstes Rennen. Die Einstellungen sind wie immer gleich. Und let's go. Wheelspin bei 9000. Im zweiten auch. Jetzt geht's wieder. Und er dreht nur bis 11.500 oder so. Also sehr hoch drehen die hier nicht. Beziehungsweise die Ducati. In dem Fall. Das habe ich kaum sehen. Aber man darf hier nicht zu lange bremsen mit gekoppelten Bremsen. Also wir haben ja auch leichtes Übersteuern. Aber halt viel schneller, und das ist eine totale Umgewöhnung hier mitzufahren. Also die lässt sich total anders steuern, hat eine ganz, ein ganz, 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 ganz anderes Fahrverhalten hier zum Beispiel unter anderem. Es schmeißt einen so schnell. Ja, das hat jetzt auch nichts gebracht. Es schmeißt einen so abnormal schnell, einfach abnormal sowas. Und die Geschwindigkeit einfach dazu, das gibt dann den totalen Punch hier. Für so einen Einsteiger noch, in Anführungsstrichen, wie mich. Und dann halt noch mit Tastatur. Ich würde das eher empfehlen, mit Joystick oder sowas zu spielen. Da kann man das ein bisschen präziser kontrollieren. Hier muss man tippen, um es präzise zu machen. Wobei, das geht gar nicht richtig präzise. Man muss eigentlich immer die richtige Geschwindigkeit haben, damit es präzise wird. Oh, das war zu schnell. Ah, die ziehen hier davon, ne? Die kennen die Strecke hier auswendig. Das glaubst du gar nicht. Ich kenne die Strecke halt nicht, ne? Nur teilweise durch meine R1, damals die 2014er. Ich bin hier einmal gefahren, glaube ich, im Zeitrennen mit einer Goldmedaille. Aber da ist die Strecke auch ein bisschen anders gewesen. Da war die anders aufgeteilt. Immer genau bei dieser Kurve bin ich so knapp daran, dass sie mich schmeißt. Und da vorne muss man früh bremsen. Hier. Hoffentlich war das rechtzeitig, ja. Muss man echt aufpassen. Im ersten und zweiten hat man hier totales Übersteuern. Inklusive Wheelie. Muss man richtig aufpassen. Abnormal, wie schnell man hier ist. Also wenn es hier einem echten Leben so fetzt, dann ist man weg. Braucht man gar nicht mehr reden. Da kann man da gar nicht mehr reden, so rum. Oh, im fünften Wheelie gezogen hier. Bei was ist ich, 260? Aber es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, sich hier unter anderem an die Geschwindigkeit und dann halt noch ans Motorrad zu gewöhnen. Wobei es halt schon um einiges präziser ist, aber diese Präzision halt zu steuern, ist halt dann auch schwer. Mit einer einfachen Tastatur hier. Wäre natürlich einfach mit dem Controller. Jetzt hier aggressiv drauf, wir haben kein Rewind mehr. Muss ein bisschen aufpassen, aber ein bisschen riskieren muss man auch. No risk, no fun hier. Aber sieht gut aus. Ich meine, es ist aber eine sehr, sehr große Umgewöhnung. Man muss sich wirklich umstellen.
das war jetzt knapp hier. Zweiter Gang, da muss man auch aufpassen. Wheelie und dann nochmal ein Wheelie im dritten. Jetzt führen wir gerade noch. Ich möchte das ganz gerne heimfahren, aber da muss man aufpassen jetzt halt hier. Kein Rewind, ein Fehler und man ist ganz hinten wieder. Bei der Geschwindigkeit, ganz ehrlich, nicht einfach. Gott sei Dank gibt es die Ideallinie. Ah, gerade sieht es ganz gut aus. Jetzt keinen Fehler mehr machen. Auf keinen Fall. Müssen wir jetzt heimfahren hier, erster Platz. Volle Konzentration. Na komm. Da vorne ist die Ziellinie. Voll drauf. Jawohl. Erster Platz, erstes Rennen. Sehr gut. Ach ja, sehr, sehr, sehr gut. Technikfahrer, neuer Titel. Sehr gut. Wirklich Hammer. Naja, genial einfach nur. Hat mir richtig gefallen, mit der zu fahren. So, ihr dürft jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ich als nächstes testen soll für ein Motorrad. Und, oh ja, 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 also wirklich krass, das Motorrad. Ey, die Klasse ist abnormal krass geil. Aber halt auch abnormal krass schwierig. Ja? Also, einfach war das nicht unbedingt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und ja, mit dem anderen Motorrad. Macht's gut, Leute. Ciao.